Yo Leute, was geht? Hier ist Basti von Zombies Germany mit dem nächsten Schritt fürs Easter Egg. Und zwar, das ist der 1,5, also 1,5, weil man beim ersten Schritt muss dann eigentlich alle Ultimate Stuffs bauen und nicht nur die elementaren Stuffs. Und das habe ich halt nicht gemacht, deswegen nenne ich das jetzt einfach den 1,5. Schritt. Und dann kommt das nächste Video, ist dann der zweite Schritt. Und zwar muss man hier bei dem Schritt, muss man alle Stuffs, alle vier, muss man von elementaren Stuffs zu Ultimate Stuffs upgraden. Und das dauert was länger, also nehmt euch Zeit. Und let's go. Also, den ersten Stuff, den ich mache, also für den ich alles zeige, ist lila. Also der Blitzstuff. Und hier seht ihr schon, wenn ihr halt alle Stuffs gebaut habt, müsst ihr einfach in die Unterwelt gehen. Und dann seht ihr in jeder Ecke, seht ihr so bestimmte Sachen. So, und hier in der lilanen Ecke seht ihr so drei Blöcke, wo halt Noten draufstehen und einmal 12 Tasten, die ihr spielen könnt. Und jetzt seht ihr schon am Anfang. Hier die ersten Noten sind halt drei übereinander direkt. Und jetzt blende ich hier kurz ein Bild ein, damit könnt ihr direkt ablesen, was für Noten das sind. Also das ist A, C und E. Dann geht ihr zur Tastatur. Da blende ich jetzt auch nochmal ein Bild ein von der Tastatur. Dann geht ihr dahin und schießt dann halt die erste Taste ab, ganz links, das ist ein C, dann die dritte von links ist ein E und die zweite von rechts ist ein A. Dann schießt ihr die an, dann leuchten die kurz und dann gehen die nach, ich glaube, 5 Sekunden ungefähr gehen die aus und dann merkt ihr, ah, ich habe es richtig gemacht. Wenn die nicht ausgehen, dann habt ihr was falsch gemacht. So, hier seht ihr die nächsten Noten. Das ist, glaube ich, in jedem Spiel gleich, also könnt ihr jetzt einfach kurz zuhören, welche Noten das sind, welche Tasten ihr spielen müsst. Und dann könnt ihr es direkt nochmal machen. So. Hier, die nächsten Noten sind... Die nächsten Noten sind... E, G und H. E, G, H. Dann guckt ihr wieder hier drauf. Also, einmal die Taste ganz rechts. Einmal die dritte von rechts. Und einmal die dritte von links. E, G, H. Das letzte, das weiß ich noch auswendig. Das ist F, A, D. Ja, genau, FAD. Und dann sage ich euch wieder, welche Tasten ihr spielen müsst. Und zwar einmal die ganze in der Mitte. Dann die zweite von rechts und die zweite von links. In welcher Reihenfolge ist, glaube ich, egal. Also, das ist der erste Schritt. Dann hört ihr so eine Quote von Samantha. Das blende ich jetzt nochmal kurz ein. Eure Tapferkeit wird meinen Albtraum bald beenden. So, das war die Quote. Und jetzt geht's weiter mit dem Leader und Stuff. Das war noch längst nicht alles. Und zwar müsst ihr jetzt auf die normale Welt wieder gehen, durch das Portal wieder raus. Und dann sind überall auf der Map verteilt, sind so kleine Kästen. Hier seht ihr den ersten, der ist bei Generator 5. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die blitzen. Aber das könnt ihr eigentlich relativ easy selber rausfinden. Es gibt, glaube ich, 7 Kästen auf der Map. Sind alle relativ einfach zu finden. Und ihr seht schon, der Kasten hier blitzt. Und was ihr dann machen müsst, ist den mit X drehen, seht ihr jetzt hoffentlich, ja, mit X drehen, bis der aufhört zu funken. Jetzt funkt er noch weiter, jetzt dreht er nochmal, funkt immer noch weiter, jetzt dreht er nochmal und hört auf zu funken. Und das macht ihr dann mit allen 7 Teilen und die sind halt auf der Map verteilt. Ich weiß jetzt nicht genau, wo alle sind, aber eins ist beim Tank, eins ist vor dem Eingang zur Kirche, also da wo ich gerade vorbeigelaufen bin. Dann ist eins bei Generator 5, dann ist eins bei Juggernaut, eins im Spawn, eins bei Generator 2 und das sollten eigentlich fast alle gewesen sein. So, jetzt gehe ich zum letzten, gehe um die Ecke, da steht der Pixel schon. Und jetzt drückt er einmal X und das war's dann. Jetzt hört zu. Eure Anstrengungen werden bald belohnt. So, nichts Großes gesagt. Eure Anstrengungen werden bald belohnt. Und das war's schon fast mit dem Blitzstab. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Schritt vom Blitzstab. Und zwar müsst ihr dazu wieder unten zu den Halterungen für die Blitzstäbe gehen. Und so, jetzt seht ihr schon. Jetzt geht ihr hier runter, dann ist hier so eine Kugel, die schießt ihr einfach mit eurem bestimmten Stab dann an, jetzt mit dem Blitzstab. Fängt die Kugel so an zu leuchten,
Dann geht ihr nach oben und hier sind überall Schalter. Jetzt müsst ihr so gucken, dass der, wenn ihr vor der Treppe steht, dass alle Teile vorne lila sind. Und jetzt sieht schon, das erste ist gerade lila geworden. Dann drehe ich das noch kurz. Jetzt hat alle lila sind. Jetzt spule ich vor, bis da, wo ich es gepackt habe. Und dann seht ihr, dann wenn einmal alle lila sind, drehe ich jetzt das letzte von rot zu lila. Dann fangen die alle an zu leuchten von oben nach unten. Die Kugel geht oben durch und die Teile drehen sich wieder zurück. So, jetzt müsst ihr nur noch eins machen. Und zwar geht ihr durchs Portal und platziert den Stab. Das war das jetzt für den Lightning-Stab. Und weiter geht's mit dem Windstab. So, und zwar, das hat ein bisschen länger gedauert bei uns, weil keiner wirklich weiß, wie das Rätsel genau sein soll. Und, aber das ist immer gleich. Also könnt ihr jetzt bei mir gucken. So, jetzt seht ihr die eine Seite. Und zwar, das ist halt immer gleich. Und zwar seht ihr in der mittleren Reihe diese zwei Stäbe, in der zweiten von innen diese zwei Ls, in der dritten der eine Punkt und in der letzten so ein umgedrehtes F und ein Punkt. Wenn das, bei mir war das auch so, dann habe ich die alle in die Reihenfolge gebracht und es hat nicht funktioniert. Dann müsst ihr halt einmal jede Reihe drehen, dass es halt sozusagen die gleiche Reihenfolge von den Sachen bleibt, nur dass es auf einer anderen Seite steht. Das war bei mir auch so. Seht ihr, jetzt musste ich alles nochmal anschießen. Dann dreht sich das so ein. Und dann sagt Samantha wieder was. Ihr habt das Rätsel der Kammer gelöst. Woher wusstet ihr, was zu tun ist? So, genau. Und jetzt geht's wieder zur Oberwelt mit dem Windstab. Und dann müsst ihr da jetzt wieder Rätsel machen. Und zwar braucht ihr halt den Windstab, wie gesagt, dafür. Und es gibt, auf der Map verteilt, gibt's drei so Kugeln, wo Rauch rauskommt. Und zwar ist eine bei Juggernaut in der Nähe, die zeige ich jetzt direkt. Und zwar seht ihr, aus der Kugel kommt so Rauch raus. Ihr müsst einfach zu der Kugel gehen und die halt anschießen in Richtung von dem Pack-a-Punch, dass der Rauch halt zum Pack-a-Punch geht. Und dann geht der Rauch halt immer weiter zum Pack-a-Punch. Wie gesagt, eine Kugel ist hier. So, die eine Kugel ist noch bei Generator 5. Und zwar müsst ihr von Generator 5 aus neben Stamina abstehen. Und dann guckt ihr wieder in Richtung vom Pack-a-Punch und dann seht ihr schon diese Kugel, wo Rauch rauskommt. Und dann wieder in die Richtung von der Mitte schießen und dann geht der Rauch in die Mitte. Vielleicht hört ihr noch ein paar Quotes, aber ist halt nicht so wichtig. Dann geht ihr zur letzten. Ich bin da jetzt mit dem Tank hingefahren, weil ich nicht wusste oder nicht daran gedacht habe, dass man von der anderen Seite auch hinlaufen kann. Und zwar kann man von der Kirche aus, vom Tank aus, nicht da, wo der Tank hinfährt, sondern in die andere Richtung hinlaufen. Also zwischen Generator 5 und Kirche ist das ungefähr. Und dann müsst ihr wieder die Kugel abschießen. Ihr müsst kurz hochspringen, damit ihr die Kugel trefft. Und dann geht in der Mitte so ein Licht auf. Und dann geht ihr wieder nach unten. Macht das wieder Kugel anschießen. Die Teile drehen, dass es halt gelb ist. Die fangen gelb an zu leuchten. Die Kugel geht nach oben. Und den Stuff in der Unterwelt wieder einsetzen. Das war's jetzt mit dem Wind. Und jetzt geht's zum Eis. So, und für den Eisstuff müsst ihr wieder in die Unterwelt gehen. Und da sind da so Platten an der Decke und eine leuchtende Platte an der Wand. Und zwar seht ihr immer, an der Wand seht ihr ein Symbol. Und dann müsst ihr gucken, zu welchem Symbol das an der Decke passt. Das ist immer unterschiedlich. Und deswegen, also es weiß auch keiner, wie halt die Kombination ist. Und manche haben halt angeblich Bilder dazu gepostet, aber das passt meistens nicht. Und die haben halt dann nicht alle. Und ihr müsst einfach gucken, guckt an die, halt guckt auf diese guckt auf die blau leuchtende Platte, schießt was an der Decke an. Wenn es geklappt hat, merkt euch das oder schreibt es euch auf. Und dann wisst ihr schon mal, welches Symbol das ist. Und in dem einen Game bleibt es gleich, aber in einem anderen Game ist es dann wahrscheinlich wieder anders. Also merkt euch das oder schreibt es auf. Und dann geht's weiter wieder mit den Schritten in der Oberwelt. Ihr könnt mal kurz hören, was Samantha sagt, wenn ihr das fertig gemacht habt. Also dann drehen sich die Teile um, ihr merkt das dann. Wenn sich die Teile umdrehen, war es richtig. Wenn nicht, dann war es falsch. Und jetzt hört. Ihr seid nah dran. So nah. So, und jetzt geht's weiter auf der Oberwelt wieder.
Und zwar für Eis müsst ihr, gibt's so drei Brunnen auf der Map verteilt. Der eine ist im Fußstapfen bei Juggernaut in der Nähe. Den müsst ihr mit dem Eisstab halt einfrieren und dann mit einer normalen Waffe abschießen. Da ist der erste Brunnen. Der andere ist bei der MP40 bei Juggernaut direkt in der Nähe. Da müsst ihr wieder auf den Brunnen schießen. Ihr seht hier jetzt auf den Brunnen schießen und dann mit dem Eisstab halten, dann mit der normalen Waffe den Brunnen halt wegschießen. Das gleiche macht ihr nochmal da hinten bei der Haltestelle beim Zwischenstopp vom Tank. Wieder abschießen mit dem Eisstab und dann mit einer normalen Waffe drauf schießen. So, das nächste, was man mit dem Eisstab machen muss, ist, es gibt auf der Map verteilt, gibt es so brennende Karren. Jetzt seht ihr schon, die brennenden Karren müsst ihr mit dem Eisstab abschießen. Ganz schnell hintereinander. Hier seht ihr, ich glaube MCO war das, schießt ihr den Karren ab. Von da aus, dann rennt ihr zum nächsten Karren, das ist bei der Treppe, die zum Packer Punch hochgeht. Wieder schnell den Karren abschießen. Hier war der Fuß kurz im Weg. Dann weiter rennen. Jetzt dann rechts nach dem Fußstapfen. Und hier ist die nächste Karren. Der nächste Karren. Abschießen und jetzt hört ihr, glaube ich, was. Ihr hört nur so einen komischen Sound. Und dann merkt ihr wieder, dass ihr es geschafft habt. Dann geht ihr wieder nach unten. Dreht die Teile, schießt den Orb an. Und setzt den Stuff wieder in dieser Unterwelt ein. So, das war es dann schon mit den dreien. Und jetzt geht's zu dem Feuer. Das ist das komplizierteste. Und jetzt erkläre ich euch nochmal. So, für den ersten Schritt in der Unterwelt beim, also für den ersten Schritt für den Feuerstaff, müsst ihr in der Unterwelt, wenn auf der Feuerseite sind so vier, so, ich weiß gar nicht so, genau, vier so Blumentöpfe, so ähnlich sieht es aus, und da müsst ihr einfach mit dem Firestuff, aber nur mit dem Firestuff in der Nähe halt Zombies killen, dann werden fangen die an zu brennen und werden sozusagen mit den Zombie-Seelen gefüllt. Die fangen an zu brennen und wenn alle am Brennen sind, dann hört ihr eine Quote von Samantha und hört so einen Sound und merkt halt, dass ich es geschafft habe. Aber ihr könnt halt immer reingucken und gucken, wie weit ihr seid. Und jetzt, so, dann müsst ihr wieder in die Oberwelt gehen. Und in der Oberwelt gibt es nur eine Sache, die man mit dem Feuerstuff machen muss. Aber die ist so schwer. Und zwar seht ihr jetzt, also ich kann es jetzt nicht gut erklären. Aber ihr unter dem Panzer, also nicht unter dem Panzer, sondern bei dem Panzer, sind halt so Fackeln. Und jede Fackel hat eine Zahl zu sich geteilt. Ich glaube, es gibt 9, 5, 6, 7, 11 und 2 und Blut gibt es. Und ihr seht jetzt, ich stehe nur rum und ich weiß gar nicht, Rainbow hat das, glaube ich, gemacht. Und zwar zeige ich euch jetzt mal ein Bild und versuche es euch zu erklären, wie das Rätsel dann geht. So, und zwar gibt es oben so Symbole an der Wand in der Kirche drin, das seht ihr jetzt. Und jetzt zeige ich euch kurz die Nummern und ihr müsst immer das anschießen, was halt leuchtet. Wenn also nur die orange-rot leuchtenden Sachen sind Zahlen, die da unten zu passen. Also jetzt seht ihr es. Das ganz links ist 11, das daneben ist 5, an der anderen Wand 9, 7, 6, 3 und das allerletzte ist 4. Und 4 gibt es halt nicht als Zahl unten, deswegen ist 4 Blut. Und dieses Blut muss, glaube ich, immer als erstes. So, oben hat jetzt was anderes geleuchtet, aber bei uns im Game war es, glaube ich, Blut 7, 5, 6. Also es ist immer unterschiedlich, ihr müsst immer gucken, was gerade am Leuchten ist. Also Blut ist die Fackel, wo halt keine Zahl drunter steht, sondern Blut. Das werdet ihr schon sehen, falls ihr es jetzt euch nicht vorstellen könnt. Das seht ihr halt. Dann, wir saßen da so lange an dem Step dran. Und das, als wir es endlich gepackt haben, waren wir so glücklich. Jetzt hört ihr gleich die Quote. Ihr seid so weit gekommen. Bitte macht weiter, die Reise nähert sich ihrem Ende. So, da sind wir ein bisschen ausgerastet. Und dann mit dem Firestuff müsst ihr wieder genau das gleiche machen. Nach unten gehen, den Orb anschließen, die Teile drehen und den Stuff unten einsetzen. So, das habt ihr jetzt mit allen Teilen gemacht, also mit allen Stuffs. Und das war aber noch nicht alles. Und jetzt, so, jetzt wo ihr alle Stäbe unten eingesetzt habt, müsst ihr nach unten gehen und neben euren Stäben Zombies killen. Dann werden die Stäbe halt voll den Zombie-Seelen
Und dann werden sie von Ultimate Stuff, von elementaren Stuff zu Ultimate Stuff. Jetzt könnt ihr kurz hören, was sagt, wenn ein Stab fertig ist. Das elementare Feuer liegt in eurer Gewalt. Beendet, was ihr begonnen habt. Befreit mich aus Agatha. So, das ist das, was sie sagt. Und jetzt hört ihr eine Quote, jetzt ist wichtig. Im Inneren des Giganten werden die Stäbe die Schriften der Alten ans Licht bringen. So. Das... Na, das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander alles, aber egal. Die hat irgendwie voll viele Quotes durcheinander gesagt. So, und jetzt sind eure Stuffs upgraded, jetzt könnt ihr die wieder nehmen. Und jetzt habt ihr ja gehört, jetzt hat die was gesagt, dass die Stäbe irgendwas mit den Robotern zu tun haben. Und da geht's dann im nächsten Schritt weiter. Also, in dem Schritt war jetzt nur die Stuffs upgraden von elementaren Stuff zu Ultimate Stuffs. Und wenn ihr Ultimate Stuffs habt, so ein Tipp, ihr könnt Schießen gedrückt halten, dann laden die sich auf, dann werden glaube ich so 6 Schüsse oder so gehen weg und dann kommt zum Beispiel bei Eis, kommt dann so ein Eissturm, bei Lava wird der ganze Boden voller Lava und das ist halt so ein Special Attack. Und dann könnt ihr noch, wenn ihr auf dem D-Pad nach links drückt, habt ihr so einen Stab, womit ihr dann eure Freunde wiederbeleben könnt. So, das war mit der erste Schritt vom Easter Egg, also jetzt der 1,5. Schritt vom Easter Egg. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, war echt viel Arbeit. Und wenn ihr die nächsten Schritte noch sehen wollt, abonniert und wir hören uns in den nächsten Videos. Haut rein!